Guten Tag. Ja, Capcom hat deutlich mehr Content verbaut im Remake hier am See. Da gibt es viel zu tun, einige Orte zu erkunden und andere Wiedergesehene zu erreichen. Ich bin der wilde Leon mit seinem Turbo-Bötchen. So, wir haben in der einen kleinen Halle, ich kann es mal zeigen, da waren wir zuletzt. Kleine Höhle mit Schrein, da haben wir schon einen Kopf des Gotteslästerers gefunden. So, und ich glaube, beim Bootsschuppen, das sieht so aus, gibt es einen großen Fisch. Den sollen wir für den Händler holen, optional. Da ist er doch. Wie sammle ich den jetzt ein? Drüber fahren? Noch A drücken müssen. X. Riesenbarsch. Oh, jetzt habe ich auch ein riesiges Problem. Ah, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Benutzen. Das ist ja. Der braucht 8 Felder. 2 haben wir noch und können wir frei machen. Das ist aber trotzdem ganz schön bescheiden gerade. Der liegt jetzt hier. Aber ich habe Angst, dass er despawnt. Können wir denn irgendwo hin? Na, das ist ja dumm. Da können wir hin. Hoch zur Schreibmaschine. Hängt das noch damit zusammen? Dann können wir Sachen einlagern. Ah, so eine Scheiße. Auf den Versuch kommt es an. Ja, und wenn nicht, dann ist es halt schade gewesen um den Barsch. Da geht der Part ja gut los, ne? Ah, mit dieser Sequenz und so. Bezweifle ich das fast. Dass es so zu schaffen ist, aber ich ziehe jetzt durch. Sachen einlagern. Bei der. Boah, wo waren das? Links lang runter. Boah. Ich kenne mich doch nicht mehr aus. Oben. Habe ich ihn gefunden. Mir wäre ja lieber, selbst wenn er, bevor er despawnt. Ich kann dir auf jeden Fall. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Willkommen. Ich habe was Neues für dich, Partner. Ey, du wolltest doch das goldene Hühnerei, ne? Erstmal das. Ich kaufe fast alles. Prächtige Armreif. Wenn wir das kümmern, das nimmt jetzt zwar keinen Platz weg. Du bist eben ein echter Profi. Gute Arbeit. Haben wir das schon mal abgeschlossen, das Huhn? Da haben wir die Blendgranate geworfen. Komm jederzeit wieder. Jetzt muss ich mal schauen. Auf Bewahrung. Und zwar bewahren wir auf. Wenn wir einfach die Schrot mal kurz reinschmeißen, haben wir genug Platz. Komm, du bist ein Spiel von 2023. Du bist doch nicht hier, weiß ich nicht. 16-Bit-Ära, wo alles sofort verschwindet, wenn man eine Ecke weitergeht. Aber ich muss zugeben, das ist schon, ne, auch mit dieser Sequenz. Aber so ein wichtiges Item könnte man eigentlich schon mal, ne? Ist ja schon wichtig. Das kann doch nicht einfach despawnen. Ich glaube, ich sehe ihn sogar, den Barsch. Ja. Na dann, Gott sei Dank. Stellt sich natürlich die Frage, wann er gedespawnt wäre. Und ich muss eigentlich auch zu dem. Ich musste eigentlich auch hin. Aber mein Boot ist da nicht. Am besten fahre ich mit dem Boot direkt da rein. Bin ich dem Händler ja direkt näher. Gut, wenn man sich auskennt. Nee. Hier ist das Endziel. Ja. Ich finde das gut gemacht, ne? Mit dem See und drum und dran.
Da gab es damals schon 2 Anlegepunkte, aber nicht so viele. Das ist aber sehr clever vernetzt. So, jetzt sind wir hier unten. Dann machen wir nochmal für die Quest. Ich hab da was. Willkommen. Hab eigentlich willst du mehr von mir, als ich von dir. Ach guck mal, die kann man auch verkaufen für 500. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Da. Gibt sogar Kohle. Das wollte ich sehen. Ach, gute Arbeit. Oh, sieh dich einer an. Weitere 4 Spinelle. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Ich möchte ganz kurz gucken, ob ich welche Schätze ich noch verbinden kann und welche nicht. Ob ich die vielleicht schon... Ja, der ist halt immer wertvoller. Hatte ich nicht 3 davon gekauft? Kann ich da was kaufen? Mit... Die kann ich erwerben. Oh, mein Rücken bringt eine interessante Wahl. Also ich meine das natürlich positiv. Haha, damit machst du nichts falsch. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe zu finden. Und die sind gut für Munition craften, ne? Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Zielfernrohr. Kann auf Gewehre und manche automatisierte Waffen verwendet werden. Was würdet ihr machen? Sagt's mal ganz ehrlich. Die TMP-Schulterstütze macht zwar Sinn, wenn man eine TMP hat, habe ich aber nicht. Das mit der Rohstoffe würde ich jetzt auch nicht investieren, genauso wie das Hochleistungszielfernrohr, oder? Auf Gewehre und manche automatisierte Waffen. Also auf die Sniper, meint er damit. Hast du vor, mit einer Kugel eine Nadel einzufädeln, Partner? Wäre das dann alles? Komm jederzeit wieder. So, jetzt kombiniere ich schon mal, was ich habe. Das sind aber 3, deswegen mache ich das schon mal nicht. Ach, das ist 4. Entschuldigung, ich habe nicht geguckt. Wie viele? 4? Ne, 2 insgesamt? Aber ich weiß nicht, welcher wie viel gibt. Einmal den. Einmal den. Das kann nicht verbunden werden, das kann nicht verbunden werden. Alles klar. Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Zap, zarab. Goldplättchen. Ich kaufe fast alles. Boah, das muss ich gerade noch mal gucken. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Ja, das war der Sinn, mein Freund. Goldplättchen. Das geht auch nicht. Wobei, man weiß es nicht. Doch, das geht nicht zu verkaufen. Zu kombinieren. Willkommen. Dann los. Besten Dank. Den kann man verkaufen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, den brauche ich jetzt nicht mehr. Deswegen ist er hier. Aber ich lasse es ganz kurz nochmal sein. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Können den Raketenwerfer für 80.000 kaufen, aber... Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Das ist, was ich wollte zum einen. Oh, Raketenwerfer macht jetzt keinen Sinn, das mache ich nicht. Beachtliche Größe. Aber Größe ist ja bekanntlich nicht alles, nicht wahr? TMP, Bolzenwerfer? Nope. So, ich kann... Ich wollte tunen. Mein Messer stärker machen. Hm. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Meine Red 9. Die benutze ich noch gar nicht. Da bin ich... Kann ich schon kommen. Jederzeit wieder. Also. Red 9. Komm mal her. Ich muss mir ganz kurz was fragen. Weil die hier reden von falscher Munition. Haben die sich nicht dieselbe Pistolenmunition geteilt? Schnellzugriff über der Pistel. Wenn ich jetzt die Pistel habe. Die hat 936 Muni. Ne?
Die teilen sich die Munition. Ja, die Red 9 ist... Fuck, Leute, was machen wir denn? Willkommen! Wofür kann ich dich begeistern? Das hat mir jetzt 2 Kugeln gekostet, einfach nur rauszufinden. Aber die verwirren mich halt mit diesem Satz, Red 9, dass du nicht die falsche Munition verwendest. Lass mal schauen. Die Eine hat die Stärke... Den Bedürfnissen anzupassen. Oh. Guck mal, die habe ich schon auf 1,60 hochgepimpt. Und die ist direkt auf 1,50, die könnte ich noch weiter pimpen. Magazingröße 8, hier auf 10. Ladegeschwindigkeit ist schneller, oder? Direkt. Feuerrate. Das Ding ist, man könnte die verbessern. Punisher oder die Red 9? Robine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es... Ja, da machen wir nochmal den super safe Move, ne? Aber ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Generell speichern wir nicht verkehrt. Willkommen! Ach, guck mal, da hängt mein Stoff, ne? Den ich... Oder ist das mein Gewehr? Willkommen! Das ich gelagert habe, dachte ich. Was kann ich dir Gutes tun? Wenn ich jetzt meine geliebte Pistole verkaufe... Für einen Haufen Geld. Ich kaufe. Danke. Thank you. Ich glaube, im Englischen haben sich Leute beschwert, dass er eine neue Stimme hat irgendwie. Kein Platz. Das ist, nee. Was ich derzeit habe. Ja, aber ich kann den auch nur einmal benutzen, oder? Ist doch Blödsinn. So, wenn ich jetzt stattdessen die Red 9 habe und die pimpe. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Macht das deutlich mehr Sinn. Das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen komm wieder, wenn du flüssig bist, Partner. Da habe ich alles Geld reingesteckt. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Macht aber Sinn. Ich glaube, es macht Sinn. Hätte ich natürlich hier noch was machen können. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas künstlerisch. Angenehme Reise. Gib mir nochmal das Gewehr wieder oder ich sortiere gerade mal. Sekunde, ne? Das gehört zum Spiel dazu. Was wollt ihr wissen, was wollt ihr hören? Zack. Passt. So. Das nehmen wir wieder mit. Und die nehmen wir auch mit. Ist ja ganz klar. Dann. Das könnte man euch auch schneiden, ne? Aber. Ist jetzt auch nicht die Welt. Sachen, an denen nicht zu rütteln ist. Was wir behalten werden, ist das. Sind noch 4 Sachen, ne? Pass auf. Was ich vermutlich erstmal behalten werde. Rohstoff. Oder warte mal. Was kann ich craften? Flintenmuni, Gewehrmuni. Wie viel habe ich denn davon? 18. Flintenmuni will ich haben. Mach mal weg hier. So, und das heißt, ihr bleibt jetzt erstmal einfach da und chillt in meinem Inventar. Denn das finden wir wunderbar. Dann haben wir noch ein Kraut. Wir haben nur ein rotes Kraut. Das alleine... Achso, hier hätten wir noch eins. Das heißt, dieses Kraut wird so schnell nicht benutzt. So. Wobei, mach den schon zusammen. Und jetzt hätte ich gerne... Guck mal, ich habe 2 Heilungs, ich habe 1 gekauft. So, zack. Ja, zack. Das ist Schießpulver, machen wir beiseite. Also, wir kommen zur Heilung. Beeilung bei der Heilung. Schwibbli wum wum wum.
Eieieiei. Was sag ich dazu nur? Da fühlt er sich ein bisschen witzig, wenn er das macht. So. Ne? Und dann haben wir eine riesige, schöne Box, die sich sehen lassen kann. Achso, eigentlich gehört das ja auch noch zur Heilung. Naja, gut. So. Hier unten haben wir Muni. So. Kann man eigentlich auch nachladen, alles. Und dann würde ich sagen, haben wir noch eine Menge Platz. Das möchte ich auch. So, abspeichern. Eigentlich habe ich doch vor dem Kauf gespeichert. Wird schon nicht schlecht sein mit der Red 9. Das wird schon die richtige Entscheidung gewesen sein. Okay, die haben wir jetzt da. Kannst du die bitte... Gut. Wir können weitermachen, schätze ich. Aber wir machen es richtig. Das ist halt eine super Gaudi. Es war schon immer so geil in Resident Evil 4. Du könntest genau selbst überlegen, was willst du eigentlich. Da könnte ich mir fast überlegen, die TMP auch. Na wohl. Ich habe lieber die Waffen aufgepimpt, die ich nutze. Lieber die Waffen, die ich nutze, aufpimpen, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte mal Bock, mir einen neuen PS5-Controller zu kaufen. Ich weiß, ich bin da ein bisschen eigen. Aber gerade R2 geht man beim PS5-Controller ein bisschen hakelig. Der lässt sich nicht sauber eindrücken, als wäre der verrostet. Zu viel oder zu wenig benutzt? Zu wenig, wahrscheinlich. Ich zielen hier. Einer hässlicher als der andere. Kann man so sagen. Das kommt nicht gut auf deinem Tinder-Profil oder bei Hot or Not. Ich glaube, ich habe Appetit auf dem Ei. Warte. Ich habe, glaube ich, eine Sache noch nicht verbunden. Habe ich nicht das gekauft? Guck mal, das muss auch noch verbunden werden. Ach so, es gibt nur ein Entweder-Oder. Ah. Aber warum kann ich es nicht auf... Okay. Er hat mich erwischt. Konnte ich nicht so schnell reagieren, ich sag's. Alles klar, wunderbar. Die Kräuter will ich nicht verfüttern. Ich mach halt diesen. Der wälzt sich noch. Mann, voll in die Falle. Es ist... Hat nur seinen Kollegen erwischt? Bisschen vorsichtiger, Leon. Nur weil du eine Menge Geld beim Händler gelassen hast, heißt es nicht, dass du hier Terminator spielen kannst. Aber er tut es. Er spielt Terminator. Nur nicht so erfolgreich wie Schwarzenegger damals. Wumski, mach mal Pause. Ich glaube, ich habe den Ort jetzt weitestgehend gesäubert. Definitiv fahren wir hier noch nicht. Aber es gibt so viele Wege, so viele... Also ein cooler Ort, ne? Ich würde hier gerne abchillen, so. Ich bin hier gerne stationiert. Ach, das wäre eine Bärenfalle. Ah,
Verbesserung! Was ist das denn? Dass ich da eine bestehende Verbindung schaffe. Da fing... Ah. Ich habe gar nicht versucht, in die Richtung zu laufen. Das ist halt ein sauberer Schuss, ne? Das ist... viel wert, finde ich. Oder mal so, mal so. Wo kommen die auf einmal her? Weißt du, du denkst, du hast alle besiegt und dann... Hühnereier sollen gesund sein. Sollen sie? Gibt ungesünderes, wa? Ein Remake übertreiben die es mit Dynamit. Kann sie anders sagen. Tja, mein Red 9 muss ja auch ein bisschen was liefern. Ach, schon wieder diese Spielchen. Aber dafür muss man erstmal klar Schiff machen. Ja, das Dynamit hat reingehauen. Das ärgert mich massiv. Aber ich glaube, das braune Hühnerei ist ja auch komplett Heilung. Ich nehme jetzt die Schlange. Wo gibt's eigentlich mal wieder gelbes Kraut? Ah, guck mal da. Das hätte ich benutzen können, dass sie brennen und so. Raschelt schon wieder. Langsam habe ich genug. Ist so, ne? Aber ich hatte mich ja schon nicht beschwert, aber angemerkt, dass der Actionanteil nachgelassen hatte. Das Spiel dachte sich so, das kann man so nicht stehen lassen. Da muss man was machen. Da gibt es auch was vom Ratiofarm. Und Tülü, ne? Vielleicht muss man die Dinger gar nicht, also diese Symbole, gar nicht in der richtigen Reihenfolge drücken, sondern nur die richtigen Dinger überhaupt drücken. Das würde auf jeden Fall sehr viel mehr Sinn ergeben. Das letzte Mal waren es 3 Symbole. Und deswegen... Das hier sieht nach einem einsamen Fisch aus. Nee, sind... Ja, weiß nicht, ist es ein Fisch und diese Sinus-Schwingen, nenne ich sie mal, und... Oder bilden die ein gemeinsames Symbol? Was haben wir hier unten? Warum habe ich da noch nicht? Gelbes Kraut, auf dich habe ich gewartet, Baby. Da ist aber Platz. Die Symbole sind nur oben.
ein bisschen aus wie so ein Nuklearzeichen. Erinnert ein kleines bisschen an Umbrella oder, naja, nicht an Umbrella, an dieses. Ja, ich weiß auch nicht. Könnte auch eine Gebärmutter sein. Das da ist es, ne? Außerdem haben wir gesehen, der eine Fisch mit dem anderen Fisch. Das letzte ist geraten. Achtung, ich nehme. Das war geraten. Ich hab's nicht gefunden. Oh nee, jetzt fühle ich mich schlecht. Nee, es muss irgendwo. Komm, wir finden das Symbol. Also hier war das Fisch mit dem anderen Fisch. Mit den Sinus schwingen. So viel Glück muss er haben. Hier. Na bitte. Der Kopf des Abtrünnigen. Ja, jetzt kann ich mir den Schlüssel holen, aber ohne Probleme. Oder wo kommen sie, die Probleme? Ah, hier ist da! Er ist da! Noch wer? Moin, Harald, was geht ab? Aber ich hatte in Erinnerung, dass diese Dinger auf dem Kopf, ne, diese Parasiten mit rasiermesserscharfen Enden, deutlich unangenehmer waren. Bis jetzt kann ich die auf jeden Fall noch relativ einfach mit der Pistole wegschießen. Sind die etwa ein bisschen genervt worden? Weil die nerven mich ja auch ziemlich. So, warte, wo ist das? Ich gehe hier nicht vom Hof ohne den Schatz. So viel Zeit muss sein. Feine Sache. Zurück zum Boot. Wenn man uns lässt. Was ein feines, aber anstrengendes Spiel, nicht wahr? Da stellt sich die Frage, ob wir jetzt in diesem ganzen Seebereich durch sind. Das wäre mal wünschenswert. Lass uns mal überlegen, wir haben den großen, ach, guck mal, Aha, sechseckiges Teilstück B. In der Fischfarm. Dort, an genau der Stelle. Gut, Leute, dann können wir jetzt... Ich glaube, wir haben alle drei Teile. Eins habe ich schon eingesetzt. Und die anderen... Die anderen werde ich, ja... Jetzt gerade noch dabei haben. Wo waren die? Eins war relativ nah beim Händler. Eines haben wir hinten in dieser abgelegenen Höhle gefunden. Und dieses in der Fischfarm. Obwohl ich so genau geschaut habe. Für diese blauen Medaillen. Unfassbar. Nicht zu fassen. So. Jetzt möchte ich auf jeden Fall gemacht haben, wisst ihr. Das Spiel ist so umfangreich, wenn man sich das komplett antut. Wisst ihr, Resident Evil 2 und vor allen Dingen 3, naja, ich will nicht sagen, waren gekürzt. Aber bei Teil 3 kann man das so sagen. Gerusht wäre auch falsch gesagt. Aber Teil 4 ist viel umfangreicher und die meinten, die hätten nichts gecuttet. Selbst das letzte große Gebiet, das viele als sehr unnötig und zu viel empfinden. Das ist dabei. Den sollten wir auch machen, hinter uns. Das ist ja der Schlüssel, den wir jetzt unbegrenzt verwenden können. Entschuldigung, wenn ich mich verlaufe. Ist der Wahnsinn. Wie gesagt, davon gibt es noch einige mehr.
Können wir wohl auch wieder Sachen einsetzen. Schmetterlingslampe. Sah fast so aus, als wäre da schon was drin. Aber das ist Humbug. Nochmal schauen. Schau genau. Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Macht nix, alles gut. Bin ich froh, dass wir das Gebiet abgeschlossen und komplettiert haben. Da unten war es, richtig. Und die ganze Zeit schüttet's. Wie aus Eimern. So, ich schätze, jetzt geht der Spaß erst richtig los, ne? Das ist ja auf Zauberwürfelniveau. Na, guck mal, wenn wir jetzt hier so einen großen... Obwohl, man kann... Das war dumm. Hier, pass auf. Der geht nicht? Ich dachte, ich kann jetzt die drei oben verwenden. Das Ding muss in die Mitte. Ja gut, aber das in der Mitte zählt ja als letztes. Ich würde ja erst den Rand machen, wie beim guten Puzzle. Ist ja quasi ein Puzzle hier. Uff. Ist nicht so ganz. Ich glaube, ich muss mal nochmal durcheinander würfeln. Es hilft nichts. Ich muss nochmal komplett durcheinander zwiebeln. Ja, aber weil... Guck mal, du hast ja hier zwei nebeneinander. Die nebeneinander gehören. So. Drehen wir das noch. Nee. Ah, doch. Hier, jetzt habe ich wieder zwei nebeneinander. So, guck. Ey, geiles Rätsel. Gefällt mir. Hier gibt es auch wieder einen geilen Schatz dafür. Der Götze. Mario Götze! Daran werden wir uns ergötzen. Okay. Knete. Ich schätze, das war es mir wert. Ich schätze, für die Kohle mache ich's. Dann werden wir es auch direkt verscherbeln. Ich würde sagen, ich schaue nochmal nach. Unheimliche Statue aus reinem Gold. Edelsteine einsetzen. Sind dann nur Runde verlangt. Das heißt, es fehlen die goldenen. Die ich mir bisher auch nur mit Spinelle kaufen konnte. Hier genau dasselbe. Es fehlen mir diese goldenen. Zieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was in. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Vielleicht in einem neuen Kapitel. Mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Punisher, aber nicht Red 9. Nee. Dann lassen wir es noch. Willkommen. Aber. Na dann. Was kann ich für dich tun? Den und den? Ja, ich denke auch den. Ich kaufe fast alles. Ein hervorragender Deal. Ich wollte. Was wollte ich denn noch von dir? Deine Kohle oder dein Leben? Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Die noch weiter aufpimpen. Schon stark, ne? Von 6,7 auf 7,8. Probier mal, ob's passt. Wir
Wäre das dann lass ich mal, ne? Komm jederzeit wieder. Das wird so gelassen. Dann ab in die Höhle, wo wir den Schlüssel bekommen. Dann sind wir hier endlich fertig. Also ich meine, das war richtig geil. Ich kann mich nur wiederholen. Zum zigtausendsten Mal. Die haben hier definitiv guten Content hinzugefügt. Wirkt, also nur wenn du ihn 100% machst, wirkt es ein bisschen gestreckt. Aber nichts wirkt unnatürlich oder erzwungen, sondern das soll so. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hier noch böse Überraschungen oder können wir jetzt erstmal den Schlüssel grabben und die nächsten Überraschungen gibt es dann an der Kirche selbst. Welchen Kopf hättest du hier gerne? Den Abtrünnigen und hier den Gotteslästerer. Kircheninsignie. Condor One an Basis. Hab den Schlüssel für die Kirche. Verstanden. Dann schnell zu Baby Eagle. Ja, reden wir später. Ich mach mich auf. Condor One Ende. Geil! So, auch wenn dieser Part schon einige Minuten lang ist, würde ich sagen, ja, mal gucken, ob der Weg zur Kirche jetzt ohne Probleme vonstatten geht, ne? Warte mal. Kürzen? Nee, ne? Wäre zwar sinnvoll, aber das hängt nicht zusammen, oder? Steinbruch, Leute, nee. Wir kommen im nächsten Part definitiv zur Kirche, zu Baby Eagle. Habt ihr einen guten Grund, wieder einzuschalten, aber ich glaube auf dem Weg, der ist nicht ereignislos. Wenn ich so an den Steinbruch denke. Gut, mit dem Schlüssel sehen wir uns also im nächsten Part genau hier wieder. So machen wir es. Okay, dann freut euch mit mir zusammen drauf und bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.